Klimaschutz und Energiewende sind die Kernthemen des Jahrhunderts. Emissionsfreie Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien sind die hoffnungstragenden Technologien für eine nachhaltige Zukunft. Dafür braucht es leistungsstarke Stromspeicher. Die neue Schlüsseltechnologie heißt Batterien, ob mobil oder stationär. Stärker und dabei kleiner und leichter sollen sie sein. Möglich wird das durch die Lithium-Ionen-Technologie. Die Lithium-Ionen-Technologie ist noch eine relativ junge Technologie, die vor ca. 20 Jahren entwickelt wurde. Der wesentliche Vorteil gegenüber zum Beispiel der Bleibatterie ist, dass Lithium-Ionen-Technologie klein, leicht und leistungsstark ist, wie zum Beispiel diese Lithium-Ionen-Batterie hier. Die hat einen Energieinhalt etwa ähnlich wie die einer Bleistarterbatterie und Sie sehen, sie ist deutlich kleiner. Wir gehen davon aus, dass sich diese Technologie noch massiv weiterentwickeln wird. Die Energiedichten werden steigen und wir glauben, dass das dann schon die Zukunft sein wird von elektrischen Energiespeichern. In der neuen Forschungsfabrik am Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie arbeiten 40 Institute mit rund 800 Forschern, darunter Materialforscher, Fertigungs- und Fahrzeugtechniker oder Chemiker, an der Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Name des Projekts: Competence E. Also die Herausforderungen an neue Batteriesysteme sind im Wesentlichen, sie müssen sicher sein, sie müssen qualitativ sehr hochwertig sein und natürlich müssen sie kostengünstig sein. Sicherheit ist gar nicht verhandelbar, es darf unter keinen Bedingungen Gefahr von diesen Batterien ausgehen. Bei der Qualität muss man differenzieren zwischen Batterien für die Automobilindustrie und solchen, die eher für stationäre Anwendungen geeignet sind, das heißt also Speichern von Strom, zum Beispiel aus Photovoltaik oder Windenergie. Und bei den Kosten ist selbstverständlich, dass für den Endkunden das System am Ende auch rentabel sein muss. In der Forschungsfabrik werden völlig neue Produktions- und Integrationsverfahren für Lithium-Ionen-Zellen entwickelt und erprobt. Für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien ist eine Vielzahl von Prozessschritten erforderlich. Hier sehen Sie einige davon. Das beginnt mit dem Aktivmaterial. Hier sehen Sie ein Beispiel aus dem Institut für Nanotechnologie, ein Material, mit dem man die doppelte Energie speichern kann. Im Vergleich zu heutigen Materialien bei Elektrofahrzeugen würde das bedeuten, dass man doppelt so weit fahren kann. Dieses Material wird dann mit Additiven zu einer Paste verarbeitet und die Herstellung dieser Paste ist für sich genommen ebenfalls schon ein wissenschaftliches Forschungsgebiet, das wir gemeinsam mit dem Institut für Mechanische Verfahrenstechnik bearbeiten. Hier unten sehen Sie zum Beispiel ein neuartiges Aggregat, ein Mischaggregat, mit dem Pasten in besonders hoher Qualität hergestellt werden können. Weitere wissenschaftliche Herausforderungen ergeben sich, wenn diese Paste nun auf eine Metallfolie beschichtet werden soll. Da spielen Fragen der Rheologie, der defektfreien Beschichtung von kilometerlangen Metallfolien eine Rolle. Diese Fragen bearbeiten wir gemeinsam mit dem Institut für Thermische Verfahrenstechnik. Dieses Institut kann zum Beispiel solche neuartigen Beschichtungs- und Trocknungsgeräte entwickeln und gemeinsam mit deutschen Firmen vermarkten, mit denen man sehr schnell und kostengünstig solche Elektroden erzeugen kann. Jede Lithium-Ionen-Batterie braucht eine ausgefeilte Elektronik, die den Betrieb dieser Batterie überwacht. Gemeinsam mit dem Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik entwickeln wir solche Platinen, mit denen besonders leistungsfähige Lithium-Ionen-Batterien hergestellt und betrieben werden können. Am Schluss kommt dann alles zusammen. Neuartige Lithium-Ionen-Zellen mit intelligenter Elektronik und besonders ausgefeilten Modulgehäusen, die wir gemeinsam mit dem Institut für Produktentwicklung entwickeln. Die große Herausforderung bei der Herstellung der Folien für die Akkumulatoren liegt darin, dass alle Prozesse, die verfahrenstechnischen Prozesse und die mechanischen Prozesse genau aufeinander abgestimmt sein müssen. Die Eigenschaften des Akkumulators werden nicht nur durch das Material definiert, sondern auch durch die Verarbeitungseigenschaften. In dieser Apparatur, das ist ein Kalander, wird das beschichtete Material komprimiert und damit dessen Porosität eingestellt. Die Porosität im Material ist für die spätere Ionenleitung verantwortlich, die maßgeblich dafür ist, wie gut der Akkumulator funktioniert. Die beste Zelle der Welt muss nicht nur viele tausend Lade- und Entladezyklen halten und bei Minusgraden und bei tropischen Temperaturen funktionieren. Die beste Zelle der Welt muss sich auch einfach fertigen lassen mit Rohstoffen, die verfügbar sind, die leicht am Markt gekauft werden können. Alles andere ist für eine günstige und langhaltende Technologie nicht sinnhaft.
Wir werden hier in unserer Forschungsfabrik neue Elektrodenmaterialien, neue Elektrolyte in großformatigen Zellen bauen und weiterentwickeln und damit den Schritt vom Labor Richtung industrielle Anwendung qualifizieren. Das Ziel der Forschungsfabrik? Kostengünstige und leistungsfähige Batterien für den Alltagsgebrauch herzustellen. Ja, heute stehen wir am Anfang des Aufbaus der Forschungsfabrik. Die Apparate und Maschinen, die wir gekauft haben, sind soweit in Betrieb genommen. Wir können jetzt den regulären Betrieb fortsetzen. Wir entwickeln jetzt hier neue Zelltechnologien. Wir verbessern die Produktionstechnologie und wir haben die Hoffnung, dass in 10 Jahren die Ergebnisse, die wir jetzt in den nächsten Jahren zutage fördern, dann auch kommerziell verfügbar sind und dass wir einen Beitrag dazu leisten konnten, eine der besten Zelltechnologien der Welt zu entwickeln.